Hallo meine lieben Erdzeichen, ich begrüße alle Stiere, Jungfrauen und Steinböcke für euer Reading aus dem Tarot für die erste Augusthälfte. Ja meine Lieben, wie ich jetzt schon in meinen vorherigen Videos angekündigt habe, habe ich diese Legungen alle so ein bisschen im Zeichen dieses gewaltigen Blutmondes gemacht, ja, dieses Vollmondes im Zeichen des Wassermann, der am Freitag stattgefunden hat. Ich habe einfach ja bei den Legungen immer darum gebeten, nochmal aufzuzeigen, ja, welche Impulse dieser Blutmond, dieser Vollmond jetzt für die einzelnen Elemente mit sich gebracht hat. Denn diese Wirkung, diese gewaltige Wirkung von diesem Mond, die setzt sich einfach noch ein bisschen fort. Ja, das ist jetzt nicht so, dass der nur wirklich einen Tag vielleicht danach noch Wirkung zeigt, sondern diese Energien, die haben auch noch Auswirkungen in der nächsten Zeit. Und deswegen also habe ich auch hier jetzt für euer Reading, meine lieben Erdzeichen, gefragt, was hat denn der Blutmond bewirkt und was vielleicht auch nicht. Ja, wer meine Legungen kennt, die Mühlen der Erdzeichen mahlen langsam und das kommt auch deutlich wieder in diesem Reading raus. Allerdings muss ich dazu sagen, ich hatte wirklich bei diesem Reading beinahe die ganze Zeit Gänsehaut, weil es fallen ein paar sehr, sehr gewaltige Karten. Und als ich mich dann in die Meditation vertieft habe, also nochmal um Impulse gebeten haben, da kamen ein paar, ja, möchte ich mal sagen, spezielle Hinweise zu den einzelnen Karten, die vielleicht jetzt nicht für alle zutreffend sind. Ich möchte es aber gerne erwähnen. Ich teile euch ja immer alles mit, was ich empfangen darf, weil für einige, und wenn es jetzt nur für zwei oder drei sind, ist es vielleicht wichtig, ja? Ihr seht hier ein relativ kleines Blatt, ja? Ich bitte ja während des Mischens immer um eine Karte und ganz oft wollen dann zwei Karten gleichzeitig fallen, manchmal sogar drei, die ich dann auch immer auflege. Und jetzt hier bei eurem Reading ist tatsächlich immer nur jeweils eine Karte gefallen. Auch hier oben, das ist ja die Position, da frage ich nach einem Rat der geistigen Welt für diese kommende Zeit, wollte auch zunächst nur eine Karte fallen. Ich habe aber zu dieser Karte dann eine Klärungskarte erbeten. Das erkläre ich euch natürlich dann später alles genauer. Und das ist für mich manchmal bei der Deutung gar nicht so einfach, wenn immer tatsächlich nur eine Karte fällt, denn die geistige Welt ist damit sehr präzise. Das heißt, ich habe mich lange in der Meditation nochmal da rein vertieft und gebeten, einfach um zusätzliche Informationen. Und das möchte ich euch jetzt alles wiedergeben, wie immer bei den allgemeinen Readings, was immer du jetzt fühlst. Ja, wenn du die Karten betrachtest, wenn du die Botschaften hörst, das ist deine Message. Und bevor ich beginne, ganz kurz noch, bitte aktuell, ich finde es super, dass die allermeisten sich wirklich auch jetzt daran halten, mir momentan keine persönlichen Nachrichten und auch keine Anfragen für persönliche Readings zu senden. Ich hatte darum gebeten, weil ich selbst jetzt mit der Vollmondenergie natürlich auch ein bisschen Zeit für mich brauche, um auch meine ganzen Prozesse hier zu bereinigen, ja, und um mich zu kümmern und gut Sorge zu tragen, dass ich für euch einfach energetisch topfit bin und bleibe. Und deswegen bitte auch nach wie vor keine persönlichen Nachrichten schreiben und für Readings anfragen. Ich gebe auf YouTube und auf Facebook bekannt, sobald ich wieder freie Plätze auf der Warteliste habe. So, jetzt habe ich aber genug geredet, jetzt möchte ich beginnen. Meine lieben Erdzeichen, hier in der Mitte seht ihr eine Hauptenergie. Und da kam in hohem Bogen, ja, nach relativ kurzer Mischzeit, das ist auch immer dann ein Hinweis darauf, dass die geistige Welt hier gleich einen deutlichen Impuls setzt, die zwei Stäbe. Das ist im Prinzip eine schöne Karte. Viele Erdzeichen sehnen sich ja nach diesem anderen Leben, ja, oder nach einer Veränderung in ihrer Lebenssituation, so möchte ich es mal ausdrücken. Und was ich mir sofort aufgeschrieben habe als Schlagwort für diese Karte ist Sehnsucht. Mir kam hier bei dieser Karte ganz deutlich, ja, in den Sinn, dass ihr vielleicht Sehnsucht habt. Das kann sich jetzt auf einen bestimmten Menschen beziehen. Es kann sich auf eine vergangene Zeit beziehen oder auch nach einem anderen Ort, an dem ihr euch gerne befinden würdet. Der Mann hier hält die Weltkugel in den Händen. Vielleicht jetzt ist Urlaubszeit, vielleicht haben einige von euch Fernweh, ja,
Oder es könnte sein, dass ihr einen geliebten Menschen habt, der aber derzeit nicht bei euch sein kann, der sich vielleicht auch weiter weg von euch befindet. Also diese Energie nehme ich ganz stark zu der Karte wahr. Und natürlich auch, das hatten wir bei den Erdzeichen ja jetzt schon im ganzen letzten halben Jahr, diese Sehnsucht, etwas an der aktuellen Lebenssituation zu verändern. Es passiert da tatsächlich bei euch auch schon vieles dieser Zeit, wenn ihr die Kommentare liest, ja, unter diesen letzten Erdzeichen-Readings, da berichten ja viele von euch, dass ihr Veränderungen vorgenommen habt, dass ihr euch aus nicht mehr, ich sag mal, befriedigenden Lebenssituationen befreit habt. Ja, aber bei vielen ist es eben noch so, dass hier zwar der Wunsch da ist, aber es ist noch nicht wirklich etwas passiert. Ich lasse es mal so stehen, ich komme nachher nochmal auf diese Karte zurück, denn das ganze Reading ist sehr stimmig. Ich frage ja dann hier, aus welcher Energie kommt ihr jetzt, speziell mit diesem Blutmond, ja, speziell jetzt in dieser aufwühlenden Zeit, und da fällt eine ganz gewaltige Karte, die Welt. Die Welt ist die letzte Karte des Tarots, ja, des gesamten Decks, große Arcana-Karte, und steht für die Vollendung bzw. für den Abschluss eines Zykluses. Jetzt könntet ihr sagen, ja gut, hier überlegt er noch, oder der Mann auf der Karte, soll ich was abschließen oder soll ich einen neuen Schritt wagen? Ja, und hier kommt es jetzt aus der Vergangenheit. Ich nehme zu der Karte wahr, dass du dir jetzt im Zuge dieses Vollmondes viele Gedanken darüber gemacht hast, wie dein Leben weiter verlaufen soll. In Verbindung mit diesen beiden Karten, ja, und ihr wisst, ich gehe bei der Deutung auch immer sehr auf die farbliche Zusammenstellung ein. Ich finde, diese Farben hier wiederholen sich. Ich kann deutlich fühlen zu diesen beiden Karten, dass es einen Ort gibt, das kann jetzt ein räumlicher Ort sein, ein geografischer Ort, eine Situation oder auch ein Mensch, der für dich dein Zuhause bedeutet. Und boah, jetzt kriege ich Gänsehaut überall, vor allem am Kopf, ja, wer mich kennt und meine Readings, der weiß, das ist immer ein ganz deutliches Zeichen der geistigen Welt, dass ich jetzt was gesagt habe, was für viele von euch Botschaft sein könnte. Ihr sehnt euch nach Hause. Es gibt einen Ort, einen Menschen, eine Situation, einen Lebensumstand, der für euch zu Hause bedeutet. Es kann auch ein anderes Land sein, ja, zu dem ihr eine Verbindung spürt. Und ihr habt euch in der letzten Phase dieses Monats Juli viele Gedanken darüber gemacht und euch ist das vielleicht auch bewusst geworden, ja, wo euer Zuhause ist. Und jetzt kommt was unglaublich Passendes. Ihr seid euch nämlich darüber bewusst geworden, dass ihr zu diesem Zuhause, zu diesem Ort, an dem ihr euch zu Hause fühlt, nur gelangen könnt, wenn ihr einen gewaltigen Transformationsprozess durchlauft und etwas Altes zum Abschluss bringt. Der Tod lag schon in eurer letzten Legung, wenn ihr es gesehen habt hier an der Position, wie geht es für euch dann tatsächlich in den August, und hier fällt er jetzt. Ich frage immer, wie entwickelt sich die Energie? Wir haben hier Anfang August, also stimmiger geht es nicht. Ja? Ihr wisst ganz genau, und wer es noch nicht getan hat, ja, für den stehen auch jetzt im August die Energien wieder zur Verfügung. Es darf und muss etwas zum Abschluss kommen, und zwar zum endgültigen Abschluss, damit ihr in euer Zuhause kommt, damit ihr diesen Ort, diesen Menschen, diese Lebenssituation, nachdem ihr euch so sehr sehnt, tatsächlich erreichen könnt. Habt keine Angst vor dem Tod, ja? Ich bekomme oftmals, wenn der Tod in eine Legung fällt, dann Nachrichten, oh Gott, stirbt jetzt jemand, muss ich mir Sorgen machen. Der Tod im Tarot steht nicht für den physischen Tod. Der Tod im Tarot, von der geschichtlichen Bedeutung dieser Karte her, sagt,
dass man dem Wandel des Lebens vertrauen soll. Wir haben in so vielen Beispielen des Lebens immer den Tod vor einem Neubeginn. Schaut euch nur die Natur an. Ja? Im Herbst stirbt das Laub an den Blättern. Das stirbt, das ist auch tot. Das Laub wird nicht mehr mit Nährstoffen versorgt, es wird dürr und fällt ab. Es ist tot. Aber warum muss das geschehen? Damit der Baum im Frühjahr seine Nährstoffe in die neuen Triebe schicken kann, ja, und dann neue grüne Blätter wachsen können. Und der Tod bedeutet genau das. Euch wird mehr und mehr bewusst, dass etwas Altes, was euch einfach nicht mehr dienlich ist, aus dem ihr herausgewachsen seid, eine Lebenssituation, in der ihr euch nicht zu Hause fühlt, sterben darf, gehen darf, verlassen werden darf, um etwas Neues zu kreieren, um hier den Weg einzuschlagen, den viele von euch ja bereits im Kopf und im Herzen haben, ja? Ihr spürt das. Auch wenn die Erdenergie immer sehr rational ist, sehr kopfgesteuert, die meisten Erdzeichen haben jetzt in diesem Jahr eine unheimlich große Anbindung an ihr höheres Selbst, an ihre innere Stimme erhalten. Und ihr habt diese Intuition, ihr wisst im Grunde, wo euer Zuhause ist. Und dann fällt eine sehr schöne Karte, die jetzt auch natürlich wieder zu der Erdenergie passt. Ich frage dann nämlich, wie geht es für euch jetzt so Mitte des Monats weiter? Ja, welche Energien stehen zur Verfügung? Und da fallen die 8 Münzen. Und das ist eine Karte, die wirklich jetzt auch dafür steht, dass ihr bereit seid, an eurem Neubeginn zu arbeiten. Da ist dieser Mann, der hat bereits viele Münzen hier schon bearbeitet und der ist auch stolz darauf, der hat sie hier aufgereiht, ja, dass auch jeder sehen kann, ich habe mich weiterentwickelt. Und er weiß aber, und jetzt kommt das Wichtige, weil ich nehme ja nachher Bezug noch zu dieser Karte, ihr wisst, es ist noch Arbeit nötig. Ihr wisst, es gibt noch etwas zu tun. Ihr habt noch etwas zu lernen. Ihr habt noch an euch zu arbeiten, dass diese Transformation hier tatsächlich abgeschlossen werden kann. Ja, die Erdzeichen befinden sich seit Beginn dieses Jahres 2018 in einer gewaltigen Transformationsphase. Und ihr habt den Willen, ja, diese Münzkarte, das ist auch so was Handfestes. Ihr macht Pläne, die meisten haben die Pläne ja. Ja, jetzt geht's ans Verwirklichen. Also man sieht schon Fortschritte in der Energie. Aber es sind Ängste vorhanden. So, und jetzt komme ich zu 2 Karten. Ich wusste im ersten Moment nicht recht, was der Herrscher hier bedeutet. Und zwar, diese Karte fiel hier an die Position, was kommt vielleicht von außen auf dich zu? Der Herrscher, auch eine große Arcana-Karte, ist jemand, der ganz genau weiß, was er möchte. Der weiß auch, was er nicht mehr möchte. Und der erste Impuls war, es könnte sein, dass du es mit jemandem zu tun hast im Außen, der sehr, sehr dominant und sehr zielgerichtet und sehr klar auf dich zukommt. Wenn du jetzt jemanden im Sinn hast und es handelt sich dabei um eine Frau, dann sieh es bitte als die Herrscherin, denn die Geschlechter in den allgemeinen Legungen, sowohl bei dem Herrscher als auch in den Königskarten, sind zweitrangig, ja. Der Herrscher ist von diesen Pärchen der noch klarere. Also wenn es jetzt bei dir darum gehen könnte, dass du vielleicht damit rechnest, dass eine Frau im Außen auf dich zukommen könnte, dann sieh es als die Herrscherin, die aber mit besonders großer Klarheit auf dich zukommt. Ja, darum könnte es gehen. Denn ich möchte jetzt gleich mal diese Karte dazu nehmen. Ich frage hier nach deinen Ängsten oder auch nach deinen Hoffnungen. Und da wollte auch nur eine Karte fallen, und zwar die 5 Schwerter. Habe ich ganz klar deinen Ängsten zugeordnet. In Verbindung mit dem Herrscher sagen mir diese beiden Karten, dass du Angst haben könntest, ja, dass du bei dem, was du vorhast, bei dem, was du hier verwirklichen möchtest, ja,
Steine in den Weg gelegt bekommst. Entweder du hast Angst vor einer sehr dominanten Person, die auf deine Vorhaben, auf das, was du vielleicht machen möchtest, auf deine Pläne absolut kampfbereit und aggressiv reagiert. Das heißt, du hast Angst, dass es hier zu Kämpfen kommt, die wirklich unschön werden können. Also wenn der Herrscher in einer Legung in Verbindung mit den fünf Schwertern fällt, dann ist es für mich eine sehr, sehr dominante, schon fast aggressive Energie, die dir hier Angst zu machen scheint. Es könnte sich auch bei einigen von euch im weitesten Sinn um eine Vaterfigur handeln. Der Herrscher steht auch für den Vater. Also es könnte sein, dass einige von euch tatsächlich Probleme mit dem Vater bekommen oder, ganz wichtigen Impuls, den ich erhalten habe, dass ihr eventuell von der Erziehung her so geprägt seid, immer darauf zu achten, es jemandem recht zu machen, dass ihr eventuell eine schon fast autoritäre Erziehung genossen habt, ja, und hattet immer das Gefühl, ich darf niemanden enttäuschen, ich muss es allen recht machen, ich darf nicht meinen eigenen Bedürfnissen absolut nachgehen, sonst, ja, steht Konflikt ins Haus. Erdzeichen, ja, sind sehr verantwortungsbewusst. Denken immer zunächst an die anderen, versuchen gute Versorger zu sein, ja. Wenn sich Erdzeichen, wenn ihr euch aus einer Situation befreien wollt, etwas transformieren wollt, um eurem Herzen zu folgen, um einen Weg einzuschlagen, der vielleicht nicht den Konventionen entspricht, der vielleicht gegen den Willen auch eures Umfeldes geschehen müsste, kann es leicht passieren, dass ihr euch hier eingeschüchtert fühlt und dass diese Ängste euch zurückhalten, tatsächlich diesen Schritt zu gehen. Und dann komme ich gleich zu dieser Energie. Das passt nämlich wundervoll. Wenn diese Seite nämlich dominiert, das heißt, wenn ihr aus Angst vor Konflikt, vor Konfrontation, vor Ablehnung, vor Kritik diesen Schritt nicht wagt, dann fühlt ihr euch Mitte August nämlich so. Die fünf Münzen drücken genau dieses Gefühl aus, das ihr dann haben werdet, wenn ihr immer wieder euren Herzenswünschen widersprecht und immer wieder den Konventionen folgt, immer wieder aus Angst vor Konflikt in eurem Leben, in dieser Situation, die ihr eigentlich gerne verlassen möchtet, verharrt. Dann fühlt ihr euch nämlich genauso wie diese Menschen hier auf der Karte. Die stapfen durch den Schnee an Krücken mit Verbänden und Verletzungen und sie stapfen und stapfen weiter, obwohl sie sich nur umdrehen bräuchten, denn hier in ihrem Rücken siehst du diese wundervoll beleuchtete Kirche. In dieser Kirche scheint das Licht. Diese Kirche, ja, ist dein Zuhause. Aber du schaffst es nicht. Noch nicht, ich sag noch nicht, dich umzudrehen, eine Kehrtwendung einzuschlagen und in dein Zuhause zu gehen. Lieber stapfst du weiter durch den Schnee, ja, aus Angst vor einer sehr dominanten Person, aus Angst gegen den Willen anderer Menschen zu handeln, aus Angst, was sagen die anderen, aus Angst vor negativen Konsequenzen, bleibst du hier stehen. Du schaust sehnsuchtsvoll nach deinem Zuhause. Aber umdrehen tust du dich noch nicht. Du arbeitest dran. Ja, ich bringe immer diese beiden Positionen in Verbindung.
Der Mann hier, deswegen komme ich so oft auf die Gesamtenergie zurück, ja, der Mann hier auf der Karte, der hat auch seine Pläne im Kopf, wie er ans andere Ufer kommen könnte. Aber für dich geht es jetzt wirklich darum, ins Handeln zu kommen. Und jetzt komme ich hier zum Rat der geistigen Welt. Ja, es fehlt zunächst nur der Hierophant. Der Hierophant ist eine unglaublich spirituelle Karte, auch große Arcana-Karte aus dem Tarot. Und da fällt eigentlich die geistige Welt persönlich. Ja? Ich frage, was ratet ihr nun den Erdzeichen? So ist meine Frage, während ich mische. Und da fällt die geistige Welt persönlich. Und da habe ich als erstes wahrgenommen, höre auf deine Intuition, spüre in dich hinein. Wir, also deine geistigen Helfer, wir möchten dir die Antwort schon die ganze Zeit liefern. Wir haben dir ja gezeigt, vielleicht jetzt auch mit den Energien dieses Blutmondes, wo dein Zuhause ist. Und dann habe ich um eine Klärungskarte gebeten. Ich habe einfach die Frage gestellt, ich habe weitergemischt, die restlichen Karten des Decks, habe weitergemischt und habe gefragt, gebt mir bitte einen konkreten Rat. Was dürfen die Erdzeichen jetzt im August tun? Schaut mal. Könnte es jetzt eine passendere Legung, eine passendere Karte, Entschuldigung, zu dieser Legung geben als die 6 Schwerter? Die geistige Welt sagt, geh los. Und wie oft, wenn ihr meine Legungen lange schon verfolgt, wie oft kam der Ratschlag der geistigen Welt? Im Übrigen, ich glaube sogar jetzt für die zweite Juli-Hälfte lag der Herrscher im Rat der geistigen Welt, was sich sehr schön spiegelt. Da sagte die geistige Welt nämlich, werde du zum Herrscher. Und hier erscheint es mir aber so, dass nicht du zum Herrscher geworden bist, sondern dass du immer noch beherrscht bist von den Ängsten, von vielleicht einer anderen Person oder anderen Personen, die dich zurückhalten, von deinen Lebensumständen. Ja. Und die geistige Welt sagt, es wird Zeit aufzubrechen. Hier, ja, dieses Boot macht sich auf aus diesen unruhigen Gewässern hin in die ruhigen Gewässer. Und da ist viel drüber nachgedacht worden. Die Schwerter sind die Gedanken, da hat man sich viele Gedanken gemacht. Aber man muss losgehen. Man muss tatsächlich losgehen. Man muss sich umdrehen, andernfalls ja, stapfst du weiter durch den Schnee. Und ich finde jetzt erstaunlich, was ich zur Unterseite des Decks wahrgenommen habe. Ich schaue mir ja immer die Unterseite des Decks an als Gesamtenergie der Legung. Und ich bringe sie natürlich dann mit dieser Karte in Verbindung, denn diese Karte fällt ja auch auf meine Frage, wie könnte die Überschrift lauten über dieses Reading. Und hier fallen jetzt die 9 Stäbe. Und das ist ja meine so I'm still standing Karte, ja, wer mich kennt, den Ausdruck verwende ich immer gern für diese Karte, weil es diesen Mann zeigt, der sehr viel durchgemacht hat, ja, man sieht es an seinem Gesichtsausdruck, man sieht seinen Kopfverband, am Arm hat er noch einen Verband, der ist verletzt und verwundet und trotzdem, jetzt kommt das Wichtige, hält er sich hier an seinem Stab aufrecht. Und schaut ebenso wie dieser Mann hier in die Zukunft. Ja? Die Stäbe hier, und das passt so schön zu meinem Vergleich vorhin, dass erst etwas sterben muss, haben grüne Blättchen. Das sind ganz frische Triebe. Und in Verbindung kann ich ganz deutlich spüren, wenn du den Schritt wagst, wenn du dem Rat der geistigen Welt folgst, und es ist ein gewaltiger Rat mit dem Hierophant, der Hierophant gewährt dir auch göttlichen Schutz und göttliche Führung, ja, bei dem, was du hier tust. Hab keine Angst vor dem Gegenwind, ja. Und der Gegenwind hier, der könnte für Verletzungen sorgen, ja, man sieht es ja auch hier an der Karte. Aber ganz klar nehme ich wahr, wenn du den Schritt machst, wenn du dich aufmachst in dein Zuhause, ja, dann werden deine Wunden heilen können. Dann werden deine Wunden heilen können und dir steht eine wundervolle Zukunft bevor. Die geistige Welt würde hier niemals den Hierophant in Verbindung mit den 6 Stäben bringen, wenn du dich nicht aufmachen sollst, um dich zu befreien. Dann würden diese Karten hier niemals fallen.
Das heißt, die geistige Welt prophezeit dir hier Schutz. Die sagt, hab keine Angst, sei dir sicher, wir sind bei dir. Folg deiner inneren Stimme. Auch wenn es vielleicht ein paar Kratzer gibt, ja, aber du wirst mutig in dieser Energie, ich stehe noch, ich bin noch da, herausgehen aus dem Ganzen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich fand dieses Reading unglaublich berührend. Ich hatte die ganze Zeit so ein ganz starkes Mitgefühl auch für euch. So dieses Gefühl, die Hand eures Schutzengels ist über euch. Bei diesem Vater hier könnte es sich eventuell sogar um einen verstorbenen Vater handeln, der euch beschützt mit dem Hierophant hier in Verbindung. Der euch beschützt und der, also wenn dieses Vater-Szenario für dich stimmig war, ja, wenn es für dich jetzt keine Person im Außen gibt, die eventuell dominant auf dich zukommen könnte. Wenn diese Vatersituation für dich stimmig war, könnte es auch sein, auch wenn du vielleicht sehr autoritär erzogen wurdest, ja, auch wenn du hier vielleicht noch ein Thema hast, könnte es aber sein, dass wenn dein Vater bereits verstorben ist, dass er jetzt aus dem Jenseits, ja, seine Seelenessenz bei dir ist und dir Mut machen möchte, das würde sehr schön zu dem Hierophant passen, dir Mut machen möchte, dich einzulassen auf das, was du möchtest und keine Angst zu haben vor den Auseinandersetzungen, die es vielleicht geben könnte. Du wirst gestärkt, mutig und aufrecht dich aufmachen in dein Zuhause. So nehme ich es wahr. Ja, meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich freue mich, wenn ihr unter dem Video kommentiert, ja, wie es euch ging bei der Legung. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mich liked, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr mich auf Facebook besucht. Und natürlich, wie immer, bedanke ich mich an dieser Stelle für jede einzelne Spende, die bei mir eingeht, für meine kostenlosen Beiträge hier auf YouTube, über PayPal. Die E-Mail-Adresse, die ihr braucht, findet ihr in der Infobox. Oder natürlich auch gerne per Überweisung, wenn ihr mir eine Nachricht schreibt, teile ich euch meine IBAN mit. Es ist deswegen wichtig für mich, weil ich habe vor, noch mehr Videos zu machen. Nicht nur diese Tarotlegungen, ja, zur kommenden Zeit, sondern auch zu Themen, die euch beschäftigen, ja. Als nächstes plane ich ein Video einfach zum Thema nochmal loslassen. Wie kann ich jemanden tatsächlich loslassen? Was ist der Unterschied zwischen loslassen und sein lassen, ja? Weil da kommen einfach immer wieder Fragen und ich denke, ich kann da noch mehr Videos hochstellen, die euch dann vielleicht auch wieder mehr Klarheit verschaffen und es dann nicht nötig machen, dass ihr so viele Nachrichten schreibt, denn wie gesagt, ich kann diese Nachrichtenflut einfach nicht mehr bewältigen. Und deswegen freue ich mich natürlich über jede Unterstützung. Dann werde ich mir da auch noch mehr Zeit dafür nehmen können, euch mehr Videos zu drehen. Ja, dann wünsche ich euch jetzt eine tolle erste Augusthälfte. Bedenkt, ja, ihr seid unter göttlichem Schutz, spürt in euch hinein, ja, und macht euch auf den Weg nach Hause. Bis bald, eure Uli.